away. What's the idea of spoiling the game? I was for funsies. Well, here's twosies. Whoa, whoa! Ja, seid mir gegrüßt. Willkommen zurück zu Champions of Kryn. Wir sind hier in Jelek und haben also jetzt hier beim letzten Mal unsere Gruppe verlassen, als wir die Mycelia gefunden hatten. Und sie hat uns also hier in ein Versteck geführt, wo wir also rasten konnten. Ja, und jetzt wollen wir also dann zum Friedhof gehen. Und soweit ich das gesehen hatte, war der Eingang hier vorne. So, erst nochmal angegriffen. Okay. Ob wir sie dabei haben. Kein Zauberer unmittelbar. Obwohl die Rogues, die zaubern ja auch. Ein bisschen aufpassen. Okay, Stinking Cloud. Interessant hier. Er hätte vorher dran sein sollen. Ach, das war schlecht. Das ist jetzt kein guter Kampf hier. Die hätten wir früher ausschalten müssen, da die Rogues. Ich komme halt nicht hin. Dann wird noch Charm Person wird da noch gemacht. Da ist noch alles Mögliche hier. Ich treffe ihn aber nicht. So, jetzt habe ich ihn mal getroffen. Die Cloud ist auch weg. So, okay. Jetzt lichtet sich das Feld hier so ein bisschen. Kann man jetzt dann hinterher gleich nochmal wieder in den Safe-Ort da gehen.
das. Ja. Da mal kurz fixen. Dann können wir hoffentlich wieder zurückgehen. Okay. Schon wieder. Sollen wir aber doch mal hier eine Whole Person nehmen. Ah, er hier kann auch. Aha. Okay. Das ist ja schlecht. Hier eine Whole Person nehmen. Okay. Das hat ja mal gar nichts gebracht. Du attackierst die falschen Leute. Ja, danke. Da ist er wieder unconscious. Okay. Das Ganze nochmal.
Ja, this looks like a safe place. Juhu, you've entered the quiet of the burial glen. Most of the graves look as if they had been dug up from the inside. Okay, wir sind am Friedhof angelangt. Wie schön. Jetzt werden wir uns mal aufmachen Richtung... Ja, Richtung Grab. Beziehungsweise wir sollten ja noch diese Rose organisieren. Also das heißt, ja. Haben wir erstmal wieder attackiert hier. Schauen wir mal kurz, was sie dabei haben. Ah, diesmal haben sie ein bisschen mehr. Da werden wir dann mal... Vielleicht stehe ich denn hier? Hier stehe ich halt auch schlecht. Lass mal angreifen. Und du kannst nach Old Person machen. Mich nicht ran. Den bitte. Den. Okay, das war ja jetzt super erfolgreich. Das war etwas besser. Charm Person eingesetzt. Hier trifft wieder mal nix. Und eine Stinking Cloud. Ja, genau. Da macht er sich gleich selber mal hin. Auch schön. Nicht quitt. Surrenders. Das ist ja eigentlich hier ziemlich nervig mit den ganzen Typen, die da rumzaubern. Man will oder man ist ja immer geneigt, wie soll ich sagen? Ah!
Man ist ja immer geneigt, wenig Zauber einzusetzen. Aber manchmal ist es halt besser, mal zu zaubern, um eben vielleicht auch dieses Resist Cold da mal wegbringen. Damit ich da nochmal neue Zaubersprüche lernen könnte. Okay. Sonst noch wer? Ne, ich glaube, ich hatte nur ihn hier mit dem Heilspruch. Ja. Ja, gut, also wo sind wir denn jetzt hier? Wir sind... Da unten. Mal hier hoch. Ah, undead. Okay, ja. Da hatten wir jetzt ja eben nicht so das Problem mit. Nämlich einfach probieren zu turnen. Dann geht sie hier voll in die Offensive. Und kriegt auch gleich noch was ab. Ja, null Erfahrung. Okay, das schenke ich mir jetzt an der Stelle mal. Das ist mir jetzt nicht so wichtig. Wir werden einfach hier weitergehen. Ich mach mal hier die Area Map an. Das müsste jetzt hier sein. Okay, Townsrover, I spot you. Die sind eigentlich ziemlich gefährlich, also das ist gar nicht ohne, je nachdem, was die halt dabei haben, ne? Also. Okay, den einen haben wir mal abgewehrt. Hier nehmen wir mal eine Magic Missile. Gehen wir hier hin. Wollte ich nicht. Oh, das waren mal ein paar ganz gute Treffer. Ja. Er hat halt leider nicht viel Punkte mehr gehabt. Ja, das ist jetzt auch schlecht. Ja. Da geht's jetzt dahin. Bandage. Kein Bandage. Er war ja nur unconscious, glaube ich. Behind. Ja, du hast auch nur noch 2 Hitpoints. Thank you.
Jupp. Da musste ich jetzt natürlich nochmal Bandage machen, bevor er mir da wegstirbt. Ab. Er könnte eigentlich surrendern, oder gar nicht. Na gut. Ah, das war wieder so ein Kampf, der eigentlich schlecht verläuft, aber ja, was will man machen? Ja, wir werden am besten jetzt hier nochmal zurückgehen. Müssen uns noch mal heilen. Ich kann es leider nicht ändern. Eigentlich schlecht gespielt, wenn man so will, aber ja, gut. Bin jetzt natürlich auch nicht der Überexperte, was das angeht. Nein, das letzte Mal weiß ich gar nicht, wann ich das gespielt habe. Match Champions of Kryn. Und so ein paar Sachen, die ja, die fehlen irgendwie. Ne? Also so vom Ablauf her oder wann man was am besten macht, das fehlt so ein bisschen. Aber ja. Man möge es mir verzeihen. So, hier kommen jetzt mal die Cure Light Wounds. Und Magic Missile. Da haben wir immer noch nichts. Old Person zweimal. Hier machen wir auch jetzt mal wieder Cure Light Wounds. Und dann sind wir hoffentlich wieder unterwegs. Move. Und wieder am Friedhof. Wir gehen einmal, glaube ich, ganz durch. Genau. Und haben hier die Undead nochmal, okay. Da will ich mich jetzt nicht mit aufhalten. Die Erfahrungspunkte, die schenken wir uns
Okay. Dann. Was haben wir hier noch? Können wir hier nochmal durchgehen? Nochmal Untote. Okay. So. Dann haben wir hier, glaube ich, so mehr oder weniger die Untoten auch schon abgearbeitet. Ich glaube, es gibt noch eine Stelle. Da geht er wieder los, ne? Ja. Das hättest du jetzt sparen können. Naja. Okay. Hier Garten. Nein. Ja, sind hier eigentlich raus. Schau mal kurz ins Cluebook. Also ich habe jetzt hier diese... was habe ich denn gemacht? Dieses 16 oder was das war? 15? Nee. Nee, habe ich noch nicht. Also das waren irgendwie alles so Begegnungen von Untoten, die hier einfach so rumlaufen. Macht ja Sinn, ist ja ein Friedhof. Und ja, you found a silver rose bush. A single bloom shines in the sun. You pick the bloom and the bush withers. Suddenly, the sun is blocked by swiftly moving shadows. Black shapes swirl down upon you. Das ist ja nicht so schön. Und gleich drei. Mhm. Das mögen wir ja. Da müssen wir was casten. Fireball. Hier vielleicht. Oh, der ging sogar noch mit rüber. Schade. Er greift an. Ja, ja. Ich sehe schon. Das wird gefährlich. Ja, mit Carsten ist jetzt hier nichts. Mal sehen. Also 19,7. Missile.
nur 4. Fireball. Da waren wir jetzt hier sogar zu weit. Hier hin. Ein Hitpoint. Okay, bandaged. Ja. Ah, den hätte jetzt mal treffen müssen. Okay. Ja, kriegen wir hier ein bisschen Erfahrungspunkte und der Silvius kann hier nochmal dem Magistern was zukommen lassen. Okay. Und die Tauriel auch noch mal ein hier im Garrick. Okay, wir haben also den Silberbusch da gefunden mit der Rose bei 13. Du wirst hier einen Silberrosenbusch finden. Wenn du jedoch eine Rose pflückst, werden dich drei schwarze Drachen angreifen. Sie sind ziemlich gefährlich und können Gruppenmitglieder töten. Lass deinen Kende sie nicht verhöhnen, da sie ihn töten könnten. Ja, Massenvernichtungszauber. Gut, ja, dann haben wir also hier diesen Busch da gefunden. Dieser Sir Lebaum hat sich ja jetzt hier irgendwie auch noch nicht gezeigt. Gehen wir mal hier rein. This room is stacked with bodies from the open graves. You watch in horror as they begin to twitch and move. Ja, fighten natürlich. Okay. 2673. Wow. Ein paar Kuhle? Was gibt's denn hier? Ach, hier gibt's auch noch Items. Okay. Share. Take. Scroll. Yapt, no want. Okay, take. Entschuldigung. 14, mal kurz nachlesen. Um den Ausgang bei 15 zu erreichen, musst du in diesem Raum eine Gruppe Untoter besiegen. Dazu gehören mehrere Zombies, zwei Ghasts, zwei Ghouls. Du wirst wertvolle Beute erhalten, wenn du sie besiegst, in Form einer Schutzzauberrolle gegen Drachenatem, den hätte ich vielleicht vorher gebrauchen können, eines Stabes mit Feuerbällen und eines Periapts des Schutzes gegen Gift. Dies sind einige der wichtigsten magischen Gegenstände, die du finden wirst. Die Rolle wird später unerlässlich sein und der Periapt wird dir gegen Riesenschlangen helfen. Der Stab ist einfach
wunderbar als Massenvernichtungswaffe. Hm. Naja, okay. 15 ist da jetzt der Ausgang. Und dann sind wir hier, glaube ich, in Jelek auch durch. Soweit ich das sehe. Do you wish to leave? Ja. Priscilla says, I must stay here. Good luck. Ja, damit sind wir eigentlich dann durch in Jelek. Können jetzt nochmal zur Outpost gehen und dann vielleicht mal dieses Grab da in Augenschein nehmen, würde ich jetzt mal sagen. Das heißt, Jelek haben wir dann hier abgehakt und sind dann im Prinzip bei dem Tomb. Wir gehen aber mal zur Outpost. We intercepted this message. You will find it interesting. He hands you the message and you record it in Journal Entry 62. Okay. 62. Mal schauen. Nachricht von den Attentätern. Der Zettel lautet, wir haben einen Verräter in der Basis der abtrünnigen Oga kontaktiert. Wir können unbemerkt eindringen und die Anführer der Abtrünnigen töten. Wenn wir nicht erfolgreich sind, seid gewarnt. Unser Spion sagt uns, dass die Abtrünnigen versuchen könnten, sich mit den Kräften des Guten zu verbünden. Ihre Kenntnisse über Kemen machen sie gefährlich. Auf der Rückseite ist eine grobe Karte gezeichnet. Dann spricht Sir Carl, die Solamni-Kavallerie ist bereits auf dem Marsch. Es wird nicht mehr lange dauern, bis die ersten Einheiten in der Gegend angekommen sind. Wir müssen bald Informationen über die Stärken und Schwächen des Feindes haben. Die solamnische Streitmacht wird klein sein und ein Hinterhalt könnte ihnen Probleme bereiten. Okay. You are doing an impressive job. The base is to the northeast. Okay, dann gehen wir erstmal in die Hall, schauen mal, ob wir hier trainieren können. Select. Wenig. Ah ja, Level 5 Fighter und Level 4 Mage, das ist gut. Dann kriegt er hier nämlich. Das ist jetzt die Frage. Mirror Image ist auch nicht so schlecht. Er hatte ja den Level 2. Da haben wir ihm ja nichts gegeben. Den kann er immer noch nicht lernen. Wir könnten jetzt hier im Firebolt gehen, aber ich würde hier mal ein Lightning Bolt nehmen. Hier haben wir auch ein Level 4 Mage. Ray of Stinking Cloud. Gold. Protection from normal missiles. Ja, ich glaube, Fireball ist ja eigentlich fast immer unverzichtbar. Level 5 Ranger. Auch gut. Sehr schön. Okay. Dann in der Armory, da könnte man noch mal schauen. Da haben wir ja eigentlich jetzt nichts, was wir. Sein Schild gar nicht ready. Was jetzt hier noch großartig wäre.
zum Verkaufen. Wir haben ja eigentlich nichts mitgenommen, aber wir müssten hier mal das identifizieren. Scroll of Protection Dragon Breath. Okay. Periap Proof versus Poison. Nein. Das bitte noch. Wand of Fireballs. Ice Storm haben wir auch noch. Ja, mal gucken, wie lange der noch hält. Das weiß man immer nicht so genau. Plus 1. Okay. Da müssen wir auch mal gucken. Vielleicht können wir da von den Sprüchen mal was ausprobieren. Ah, du hast noch die Bandit Mail. Das ist auch nicht so gut. Okay, das passt aber. Okay, mal schauen. Arrows haben wir eigentlich aber auch noch genügend. War jetzt, glaube ich, die letzte Zeit nicht so viele benutzt. Waren immer mehr im Nahkampf. Ja. Okay. Gut, dann verteilen wir das wieder. Und werden ins Inn gehen. Hier kurz fix. Und werden noch ein paar Sprüche lernen. Und noch Bonus-Spells. Das ist gut. Dann machen wir direkt noch zwei Feuerbälle hier. Du hast auch noch einen. Dann auch ein Fireball gerne. Eric kann einen Lightning Bolt auf Level 3. Da machen wir gleich noch den Bonus und eine Stinking Cloud. Cure Light Wounds machen wir hier. Ja. Für dich habe ich leider immer noch keinen Magic User Spell Level 2. Das ist halt ein Problem. Aber ich kann mir hier drei Feuerbälle holen. Das ist auch schön. Okay, hier den Kleriker. Da haben wir jetzt ziemlich viele Feuerbälle am Start. Sollte man dann vielleicht auch ab und zu mal nutzen. Und ja, sind ja jetzt hier dann durch. Dann würde ich sagen, speichern wir mal kurz auf C. Und ich möchte nicht verlassen. So. Exit. Ja, kommen wir nochmal zum Kommandanten. We are shaken by the discovery that Yelek was held by evil forces. Some of our scouts were from there, which explains why Myrtani has been able to infiltrate the area so well. You are invaluable to me. Thank you for collecting the rose. It will make a fine present. Please keep this confidential. Please keep this confidential. Maintain the pressure on Myrtani. We must discover his plans before the good armies arrive. Okay, hätte uns ja nochmal ein paar extra Erfahrungspunkte geben können, macht er aber nicht. Ansonsten sind wir hier eigentlich fertig und können hier mal Leave machen. So, jetzt hat er hier da was eingezeichnet. Was hat er denn da eingezeichnet? Ich möchte Enter No. Ah, so, das ist hier. Ah, Entschuldigung. Das ist ja nur das. Ja, das Tomb. Das wollen wir eigentlich finden. Und das müsste, soweit ich das weiß, eigentlich hier irgendwo sein.
Ah. Ancient Tomb. You enter. Ja. Zack. You have descended into a dark tomb complex. Mist curls around your feet. Ja. Mhm. Das ist ja schön. Dann würde ich sagen, an der Stelle wieder Zeit für einen Break. Hoffe, euch hat's gefallen. Die Folge zumindest. Und auch natürlich Champions of Kryn als solches. Ist ja eigentlich ein ziemlicher Klassiker. Und ich habe die ganze Kryn-Serie eigentlich nie gespielt. Deshalb wollte ich das mal als Projekt jetzt angehen. Ja, wer Lust und Laune hat, darf natürlich gern den Kanal abonnieren, Kommentare schreiben oder Likes da lassen. Das freut mich dann auch immer. Und ansonsten hoffe ich, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Ciao.